Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die militärische Intervention der Türkei in der nordsyrischen Region Afrin ist nach unserer weit überwiegenden Einschätzung in diesem Haus nicht nur militärisch riskant und humanitär problematisch, sie ist auch politisch falsch und mit dem Völkerrecht unvereinbar. Wirklich überraschen kann diese Entwicklung allerdings niemanden, der die Region aufmerksam verfolgt. Man mag es für einseitig oder falsch halten, dass die Türkei die Entwicklung in jenem Teil Syriens vorrangig unter dem Gesichtspunkt des Konflikts mit der PKK im eigenen Land zu betrachten scheint. Wer aber weitere Eskalation verhindern will, der kann auch nicht ignorieren, dass die Türkei und nicht nur die Regierung Erdogan, sondern weite Teile der türkischen Gesellschaft aus ihrer Betroffenheit und Interessenlage eine spezifische Wahrnehmung von Bedrohungen an dieser Stelle haben. Für die Türkei ist es daher die erste Priorität, an ihrer Südgrenze kein von der YPG kontrolliertes Gebiet entstehen zu lassen, das in ihrem Verständnis vorrangig als Rückzugsraum und Ausgangsbasis für Guerilla-Aktionen der PKK in der Türkei zu betrachten wäre. Dass sie dies im Zweifelsfall auch mit militärischen Mitteln zu verhindern versuchen wird, darauf haben Sicherheitsexperten seit langem hingewiesen. Zweifelsohne hat die YPG einen wichtigen Beitrag im militärischen Kampf gegen den IS geleistet. Aber die Stärkung der YPG, auch durch die militärische Zusammenarbeit mit den USA, ist im Hinblick auf ihre Folgewirkung in der Region auch nicht ohne Risiken. Denn nicht nur nach türkischer Interpretation ist die YPG das türkische Pendant der PKK. Und sie wird im Übrigen auch vom deutschen Verfassungsschutz als Schwesterorganisation der PKK eingestuft, die wiederum auch in Deutschland, der EU und den USA als Terrororganisation gilt. Die YPG wird sich an irgendeinem Punkt entscheiden müssen, welchem Anliegen sie den Vorrang gibt, der kurdischen Selbstverwaltung in Syrien oder ihrem Kampf gegen die Türkei. Natürlich, und auch da sind wir uns hoffentlich alle einig, darf Gewalt nicht die Antwort auf die krisenhaften Entwicklungen in der Region sein, nicht in Syrien, nicht in der Türkei und schon gar nicht auf den Straßen und Plätzen in Deutschland. Deshalb ist es auch gut und richtig, dass das Verbot der PKK unter der Verantwortung des neuen Innenministers Herbert Reul, wo notwendig, nunmehr auch in Nordrhein-Westfalen konsequent umgesetzt wird. Eines ist aber klar: Der Schlüssel für eine nachhaltige Befriedung liegt in der Lösung des Kurdenkonflikts in der Türkei. Eine Wiederaufnahme des Friedens- und Versöhnungsprozesses würden wir deshalb nachdrücklich unterstützen. Und als Ergebnis ist auch ein hohes Maß an regionaler und kultureller Autonomie für die kurdischen Gebiete vorstellbar. Unabdingbare Voraussetzung dafür ist aber zweierlei: ein uneingeschränkter Gewaltverzicht, ebenso wie die unzweideutige Anerkennung der territorialen Integrität der Türkei. Umgekehrt gilt aber auch: statt die oppositionelle HDP zu kriminalisieren, ihre Co-Vorsitzenden Demirtas und Yüksedag und weitere Abgeordnete sind seit Monaten inhaftiert, wäre es richtig und notwendig, der politischen Interessenvertretung von Teilen der kurdischen Bevölkerung innerhalb der Türkei durch demokratisch legitimierte Parteien und Abgeordnete angemessen Raum zu geben. Nicht zuletzt aufgrund der amerikanischen Unterstützung für die YPG sind die Beziehungen zwischen der Türkei und den USA in den letzten Jahren zunehmend belastet. Gleichzeitig befördert die Krise in Syrien die Annäherung zwischen der Türkei und Russland. Es ist im Übrigen schwer vorstellbar, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass es jetzt zu der türkischen Intervention in Syrien gekommen wäre, ohne ein zumindest stillschweigendes Einverständnis der Herren Putin und wohl auch Assad. Und weil hier ja auch über Rüstungsexporte gesprochen wird, im vergangenen Jahr hat die Türkei, obwohl NATO-Partner, ein Raketenabwehrprojekt in Milliardenhöhe mit Russland abgeschlossen. Für unser Land gilt nach den politischen Grundsätzen der Bundesregierung aus dem Jahr 2000, dass der Export von Rüstungsgütern an NATO-Länder nur in besonderen politischen Gründen in Einzelfällen zu beschränken ist. Im Fall der Türkei erfolgen Genehmigungen seit dem Putschversuch vom Juli 2016 nach außen- und sicherheitspolitischen Prüfungen der Bundesregierung und im Abgleich mit der fortlaufenden Genehmigungspraxis der EU-Mitgliedstaaten. Auch der Beachtung der Menschenrechte wird bei der Bewertung der Rüstungsexportentscheidung ein besonderes Gewicht beigemessen. Nach einer grundsätzlichen Evaluierung des Militäreinsatzes der Türkei in Syrien wird von einer künftigen Bundesregierung über das weitere Vorgehen zu entscheiden sein. Meine Damen und Herren, die Befriedung der Region hängt aber nicht von deutscher Exportpolitik ab. Entscheidend ist, ob es gelingt, in einer international abgesicherten Friedenslösung das Anliegen auf kurdische Selbstverwaltung auf beiden Seiten der türkischen Grenze auch mit den Sicherheitsinteressen der Türkei in Einklang zu bringen. Vielen Dank.
Herr Dr. Nick, herzlichen Dank. Als Nächstes erteile ich das Wort dem Kollegen Fritz Felgentreu von den Sozialdemokraten.